Im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute hier im Gemeindehaus der evangelisch-reformierten Kirche in Northeim. Wir sind geflohen vor dem Gewitter und viele haben sich gar nicht rausgetraut und deswegen sind wir auch nicht im Garten. Geflohen vor dem Gewitter, das sind schon mal die richtigen Stichwörter für die Überlegung und Reflexion heute. Zum einen geht es ja mit Jakob auf die Flucht. Der flieht nicht nur einmal, sondern man hat fast das Gefühl, er ist sein Leben lang auf der Flucht. Und Gewitter ist ein schönes Sinnbild für Beziehung, wenn das da mal so ein bisschen sich die Spannung steigert und man merkt, so, da ist etwas in der Luft und man hat das noch gar nicht artikuliert, aber da ist irgendwie der Haussegen, der schief hängt und man sieht das. Auch wenn man noch kein Wort darüber gesprochen hat. Und dann steigert sich die Spannung immer mehr und plötzlich entlädt es sich und die Blitze zucken herab und der Donner grollt, wenn die Konflikte sich entladen. Und Beziehungen ohne Konflikte gibt es nicht. Wer die haben möchte, der muss ins Kloster gehen, ganz alleine. Dann hat er die Konflikte nur mit sich selbst und mit Gott natürlich. Die hat er dann auch noch. Aber wer in Beziehungen lebt, lebt auch immer wieder in Konflikten. Und das ist auch gar nichts Schlimmes. Es ist nur die Frage, wie gehen wir mit den Konflikten um? Lassen wir das zu, dass sich das immer weiter hochschaukelt und dann eben zur Entladung kommt und im schlimmsten Fall, wirklich im schlimmsten Fall, gibt es Mord und Totschlag. Die meisten Taten sind Beziehungstaten. Oder machen wir es zivilisierter und tragen den Streit vor Gericht. Das ist dann meistens auch sehr unerquicklich. Und danach ist dann meistens die große Funkstille und Zerrüttung angesagt. Oder schaffen wir das, dass wir schließlich und endlich den Schritt zur Versöhnung wagen? Das ist sozusagen der Königsweg, aber das ist fast ein Wunder heutzutage, wenn er beschritten wird. Dass die Menschen wirklich sagen, komm, wir setzen uns zusammen und wir bringen nochmal alles zur Sprache, was zwischen uns liegt und wir versuchen einfach den anderen zu verstehen und wir sind so stark, dass wir auch selbst um Vergebung bitten können. Das ist der Königsweg. Es gibt noch einen dritten Weg. Von dem habe ich so gar nicht gewusst, habe ich erst was erfahren jetzt bei Jakob. Lasst euch überraschen, der dritte Weg. Wir fangen an mit dem ersten Lied. Und da wir so wenige sind, können wir auch gerne mitsingen und Angelika unterstützen. In der Stille angekommen, werde ich ruhig zum Gebet. Große Worte sind nicht nötig, denn Gott weiß ja, wie es mir geht. Stille angekommen, werd ich ruhig zum Gebet.
Wir wollen aufstehen zum Gebet. Herr, unser Gott, wie reich du uns beschenkst. Wir wollen dir Danke dafür sagen an diesem Morgen. Wir wollen dir Danke dafür sagen, dass uns Menschen begleiten, dass wir in Beziehungen leben dürfen, dass niemand einsam sein muss, sondern dass immer wieder es zu Begegnungen kommen, die unsere Gedanken anregen, die uns weiterführen, die vielleicht ganz ungeahnte Horizonte eröffnen. Hab Dank, Herr, für diese Begegnung, auch die Begegnung, die du heute unter uns ermöglichen möchtest. Und Herr, hab auch Dank für die Menschen, deren Lebensgeschichten in der Bibel aufgeschrieben worden sind und denen du begegnet bist und die versucht haben, nach ihren Möglichkeiten ihr Leben zu leben im Bewusstsein, dass Gott, im Bewusstsein, vor ihm bin ich schließlich und endlich verantwortlich mit all dem, was ich tue und lasse. Guter Gott, lass diese Erzählung aus vergangener Zeit heute lebendig werden für uns, damit sie unsere Herzen berühren können und plötzlich eine neue Erkenntnis unserer selbst, unserer Nächsten, eine neue Erkenntnis auch von dir möglich wird. Und so bitten wir dich, öffne Herz und Verstand für dein Wort. Amen. Ich lese aus den Briefen des Apostel Paulus an die Römer, Kapitel 14, Vers 10 bis 13. Woher nimmst du dir da noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. So wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen, statt den Bruder und die Schwester zu richten. Prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Jakob ist so eine richtige Fluchtgestalt. Die Fluchten bestimmen sein ganzes Leben. Er läuft davon. Das erste Mal haben wir das mitbekommen, er läuft davon vor seinem Bruder Esau. Und er ist keineswegs unschuldig an dieser Flucht. Er hat den Zorn seines Bruders zurecht verdient und er weiß, dass so ein Konflikt mit seinem Bruder so eskalieren kann, dass ihn das Kopf und Kragen kosten kann. Jakob flieht. Jakob ist damals noch ein ganz junger Mann gewesen und er ist vollkommen unabhängig. Das ist der große Vorteil, wenn man flieht. Wenn man alleine ist und alleine sich auf die Flucht machen kann, dann kann man nämlich eigentlich in jede Himmelsrichtung hineinfliehen und muss dann sehen, dass man irgendwie schließlich an das Ziel ankommen wird. Schwieriger wird es, wenn man nicht unabhängig ist, sondern wenn man gebunden ist. Und das ist bei der zweiten Flucht, die Jakob auf sich nimmt, schließlich der Fall und die wir heute ein wenig näher ansehen werden. Da hat er nämlich schon zwei Frauen, da hat er 11 Kinder schon und jede Menge Schafe und Ziegen. Da fliehen sie mal.
mit so einem ganzen Tross unterwegs, da haben sie eigentlich keine richtige Chance. Da werden sie eingeholt von den Leuten, die hinter ihnen her sind. Die Staubwolke, die sie hinterlassen, die ist so groß und sie kommen nur so langsam voran, da werden sie eingeholt. Da hilft nichts. Wir haben das letzte Mal nach dem Gottesdienst, da ging es ja um Lea und Rahel. Lea, die Ungeliebte, die aber fruchtbar ist. Und Rahel, die Geliebte, die aber unfruchtbar ist. Und ich machte so ein bisschen Mut, nicht auf das zu sehen, was wir nicht haben, sondern auf das zu sehen, was wir haben und da eine gewisse Dankbarkeit zu entwickeln. Die beiden werden nämlich so eifersüchtig aufeinander. Die eine, weil sie geliebt ist, weil sie keine Kinder hat, und die andere, weil sie nicht geliebt ist, aber Kinder hat. Immer das, was man nicht hat, das will man unbedingt haben. Und nach dem Gottesdienst kam jemand auf mich zu und sagte, was ist aber mit denen, die überhaupt nicht in der Partnerschaft drin sind und die auch keine Kinder haben? Da habe ich gesagt, haben Sie die Lesung das letzte Mal von Paulus gehört? Paulus hätte die beglückwünscht. Er hätte gesagt, ihr seid unabhängig. Das ist doch großartig. Ihr könnt ganz für Jesus Christus da sein. Und ganz für den anderen. Die Unabhängigkeit ist eine wirkliche schöne Alternative. Auch da fehlt einem was. Wir wollen das nicht beschönigen oder so. Aber auch die Unabhängigkeit, das Alleinsein können, das ungebunden sein können, bringt Vorteile mit sich. Und wir sehen es hier an der ersten Stelle schon mal, wenn man flieht und wenn man auf der Flucht ist, dann kann das ein lebensnotwendiger Vorteil sogar sein, wenn man ungebunden ist und nicht eine Riesenfamilie hat, um die man sich kümmern muss. Paulus wollte auch viel lieber alleine sein und alleine von heute auf morgen dahin ziehen, wo der Geist ihn hingetrieben hat, um das zu tun, was ihm besonders am Herzen lag, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Also, auch das hat seine Vorteile, ganz zweifellos. Wir sehen uns jetzt einmal an, wie die Geschichte weitergeht. Ich muss ein bisschen nacherzählen, weil wir es nicht ganz lesen können, das würde dann sonst zu lange dauern. Also, Jakob ist angekommen. Die erste Flucht ist zumindest erst einmal zu Ende. Er ist bei Laban. Wir erinnern uns noch daran, Laban merkt sehr schnell, dieser Jakob ist etwas Besonderes. Was der anpackt, das glückt ihm. Und er ist hoch motiviert. Alle Führungskräfte freuen sich, wenn sie solche Menschen haben. Kompetent und hochmotiviert. Das sind die beiden Kriterien, die man haben will, wenn man Menschen leitet. Da sagt man, das ist genau das, was ich haben möchte. Meistens sind die am Anfang nicht so kompetent, dafür aber motiviert. Und am Ende sind sie kompetent, aber nicht mehr motiviert. Ja, das kennt man von den Lehrern her. Ne? Von den Pastoren auch. Von den Pastoren auch. Und da kommt Protest. Es gibt natürlich diese wunderbaren Fälle, die hochmotiviert und immer kompetenter werden. Das ist einfach großartig. Und da haben wir natürlich hier einige sitzen. Das ist wunderbar. Aber der Jakob ist schon von Anfang an hoch motiviert und er ist auch von Anfang an hochkompetent. Und der Segen Gottes sozusagen, das ist nicht nur irgendwas Mysteriöses, was irgendwie wirkt, sondern das wirkt in ihm selbst, in dieser Motivation und in dieser Kompetenz. Und dass er Kompetenz hat, zeigt er gleich am ersten Tag, als er gerade ankommt an diesem Brunnen. Warum sitzt ihr hier die ganze Zeit blöd rum mit den Schafen, anstatt die zu tränken und dann zur Weide zu führen? Das wird doch effektiver. Macht doch mal was. Er, der Neue, gibt gleich gute Ratschläge. Ja, das ist sozusagen dem Laban nicht verborgen geblieben. Das merkt er gleich. Da hat er einen. Nach einem Monat merkt er, den Mann muss ich halten. Wie kann ich den halten? Wie kann das sein, dass ein junger, ungebundener Mann gehalten wird und jetzt nicht gleich wieder davonläuft, wenn er irgendwas anderes sieht? Und da gibt es ja nichts Besseres als die Liebe. Die erotische Liebe. Und das hat auch gleich geklappt, denn der Jakob verliebt sich über beide Ohren in die Rahel. Und dann sagt er, was willst du haben als Lohn für deine Arbeit? Und dann sagt er, ach, Geld und Gut interessiert mich doch alles nicht, junger Mann. Was interessiert mich morgen, was passiert? Aber die Liebe, das ist das Entscheidende. Ne? Die Hormone sind gerade prächtig in ihrer Entfaltung und da hat man nur den Kopf für das eine, nämlich für die Liebe. Da wird das das Wichtigste. Und deswegen sagt er, ich will gerne 7 Jahre für Rahel arbeiten. Und dann sagte Laban, gut, so können wir das machen. Und dann erinnert ihr euch natürlich, die 7 Jahre gehen rum wie im Flug und dann kommt die Hochzeitsnacht und sie gehen zusammen ins Hochzeitszelt und es ist ziemlich dunkel und am Morgen wird es hell und der Jakob macht die Augen auf und sagt, das ist Lea, die da liegt. Er hat die falsche Frau ins Bett bekommen. Das ist nun wirklich bitter. Das ist nun wirklich bitter, weil man...
ja nun die andere haben wollte, aber auch, weil man richtig betrogen worden ist. Und er merkt, er ist der betrogene Betrüger. Und da hat er nun seinen Meister in all dem gefunden. Und er stürmt raus und sagt, was hast du da gemacht? Und Laban sagt, wieso, das ist bei uns so üblich, immer die Ältere zuerst. Und der macht das ja auch aus dem Grund, weil er ihn weiterbinden will. Da stecken überall materielle Interessen dahinter, merkt ihr das? Der will, dass der Segen, der jetzt darin deutlich wird, dass die Herden sich immer mehr vermehren und er immer mehr Platz einnehmen kann, den Jakob will er behalten. Und da, clever wie er ist, sagt er, ja, du kannst natürlich die Rahel auch haben, aber nochmal 7 Jahre dienen. Und wenn der jetzt gesagt hätte, warte nochmal 7 Jahre, bis du ins Hochzeitszelt mit der Rahel gehen kannst, dann hätte das nicht geklappt. Denn das nochmal hätte er sich nicht so vorführen lassen, der Jakob. Also sagt er, mach mal die Hochzeitsnacht mit der Lea zu Ende und die Hochzeitswoche und dann kannst du ja ins Hochzeitszelt mit der Rahel gehen. Und danach verpflichtest du dich nochmal 7 Jahre für mich zu arbeiten. Und so passiert das auch. Und dann sind 14 Jahre sozusagen um und alles gedeiht prächtig und wunderbar. Und dann sagt der Jakob zu Laban, du weißt, ich muss gehen wieder. Ich muss wieder weg. Ich kann hier nicht so ein Angestellter bei dir bleiben. Ich will mein eigenes Leben führen, mein unabhängiges Leben führen. Und das ist der Laban, der Onkel, von dem er weg will. Aber das passiert in unseren Familien natürlich immer wieder, wenn die Kinder erwachsen werden und weg wollen. Und wehe den Eltern, die versuchen, die Kinder an sich zu binden. Das geht immer in etwas sehr Unerfreulichem aus. Und deswegen ist der Laban, der ja auch nicht diese Macht direkt hat, wieder auf etwas Neues aus und muss sich überlegen, wie schafft er das, den Jakob noch länger an sich zu binden. Und da sagt er zu ihm, such dir doch einen Lohn aus, den du haben willst, den bekommst du dann. Und Jakob überlegt nicht lange und sagt, okay, gut, wenn ich jetzt für mich selbst arbeiten kann und nicht nur für dich, also wenn mein Geschick, die Motivation, die Kompetenz, die Mühe und Anstrengung auch wirklich erkennbar für mich ist, dann will ich noch bleiben. Und dann kommen sie auf einen Deal. Wunderbar. Dann sagt er, wir machen es ganz einfach, die einfarbigen Tiere sind für dich, im Wesentlichen die weißen Schafe und die weißen Ziegen und die gefleckten sind für mich. Und die schwarzen Schafe nehme ich auch noch mit dazu. Ja, Minderheit. Und ich blabber und denke, naja, die große Mehrheit für mich, so ein paar Gefleckte für ihn, kein Problem. Und dann trennt er tatsächlich die Herden, alle Gefleckten kommen weg und 3 Tagesreisen weit, damit da keine Vermischungen stattfinden und lässt seine eigenen Söhne, Labans Söhne, auf die aufpassen. Und Jakob hütet die an und alles gut. Und Jakob kennt die Mendelschen Gesetze. Schon 4000 Jahre vor Mendel, so ungefähr. Der hat genau beobachtet. Die Menschen damals sind doch nicht dumm gewesen, sondern die haben genau beobachtet. Die haben das sinnlich Konkrete, gerade die hebräischen Menschen, viel deutlicher wahrgenommen als wir, die wir den ganzen Tag vor der Mattscheibe hängen. Ja? Die wussten das viel genauer, was um sie herum passierte. Der kannte seine Herden doch und wusste, was passiert, wer sich mit wem paart und was da rauskommt. Das hatte der beobachtet. Die Söhne von Laban kriegen das gar nicht mit, was da passiert. Die sind so ein bisschen dumpf. Die werden auch gar nicht mit Namen genannt, also weil das ist, die sind nachher nur so Randfiguren. Aber der Jakob, der ist clever, der beobachtet genau und sagt, da kommen, auch wenn 2 Weiße sich kreuzen, da kommen auch Gefleckte bei raus. Und wenn das Gefleckte dann noch dominant ist, dann dauert das nicht lange, bis die Gefleckten in der Mehrzahl sind, wenn wir die auch aussondern. Und Statistiker haben das heute nachberechnet und das war wirklich nochmal nett. Einfach mal angenommen, hat 100 Schafe gehabt und 100 Ziegen. Und dann kommt es raus, dass nach 6 Jahren die Herde von Jakob genauso groß ist wie die von Laban. Die Gefleckten sind genauso groß wie die Weißen. 6 Jahre. Und das sind genau 6 Jahre, die uns hier erzählt werden, die Jakob noch weiter bleibt. Also das heißt, sein Reichtum hat sich so vermehrt, dass er es mit dem von Laban nun aufnimmt. Und jetzt kommt eine wunderbare Stelle. Kann ja gar nicht anders sein. Und zwar ist das die Stelle im 1. Buch Mose, 31. Kapitel. Und ich lese mal den 1. Vers. Und es kam vor ihn die Reden der Söhne, also vor ihn Jakob, die Reden der Söhne Labans, dass sie sprachen, Jakob hat alles Gut unseres Vaters an sich gebracht und nur von unseres Vaters Gut hat er solchen Reichtum zu Wege gebracht.
Und Jakob sah das Angesicht Labans und siehe, es war gegen ihn und nicht mehr wie zuvor. Da braut sich was zusammen im Hintergrund, da grollt so etwas, nicht? Die Söhne von Laban, die Ungenannten, was sind die? Inkompetent, nicht motiviert und außerdem jammern sie und neidisch sind sie natürlich. Und sie wagen es nicht, in die offene Konfrontation zu gehen und zu sagen, hier, komm mal her, Jakob, wir müssen mal reden, da stimmt was nicht in deiner Rechnung. Also so haben wir nicht gewettet. Nee, er hört nur von ihren Gereden. Also sozusagen, es wird ihm nur weitergetragen durch Dritte und Vierte, weil die Söhne Labans die Konfrontation mit dem Jakob nicht eingehen wollen. Feige sind die dann noch dazu. Und was ja auch, diese Details in der Bibel, man muss sie doch geradezu lieben, wenn dann da steht, Jakob sah das Angesicht Labans und siehe, es war gegen ihn nicht mehr wie zuvor. Ne, die reden auch noch kein Wort miteinander. Der merkt das natürlich, der Laban, dass er jetzt über den Tisch gezogen worden ist. Das geht ja immer hin und her über diesen Tisch, wie sie sich gegenseitig ziehen. Und der merkt, dass da ist was gegen ihn. Er hat es wahrscheinlich nicht genau verstanden, nicht so gut die Mendelschen Gesetze verstanden, aber er merkt, die Herden von Jakob werden größer und seine eigenen eben nicht so. Und da verfinstert sich sein Gesicht. Man sieht es nur am Gesichtsausdruck. Man braucht kein Wort geredet zu haben. Man spürt es, da ist etwas nicht mehr in Ordnung. Ja, und das spüren alle Beteiligten. Und dann sagt Jakob, ich muss weg von hier. Es hat keinen Sinn. Ich bin in einer Abhängigkeitsposition. Ich habe kein eigenes Land. Das war das Entscheidende. Er hatte kein Land. Er hatte Vieh, aber kein Land, wo er sein durfte. Deswegen spielt das Land, hebräisch Haaretz, immer so eine große Rolle, dass man das besitzen kann, weil es dann sozusagen einen Ort gibt, wo man Zuflucht hat und wo man hingehört und wo man Heimat hat und wo man nicht vertrieben werden kann. Das hat Jakob nicht. Er weiß, das ist da hinten im Lande Kanaan, da ist eigentlich meine Heimat. Da bin ich erst zu Hause und deswegen gehe ich jetzt zurück, egal was der Esau und wie der mich auch empfangen wird. Und dann kommt es sehr schön, dass Jakob erstmal zu Lea und Rahel geht, zu den beiden Frauen und sagt, ah ja, und Gott hat auch zu mir gesprochen und es wird Zeit zu gehen und euer Vater hat mich auch immer betrogen wieder und so. Und kommt ihr mit? Und ich finde das so herrlich, dass der das mit denen diskutiert. Also der sagt jetzt nicht, hopp, hopp, es geht los, Leute, sattelt die Kamele, sondern der sagt, kommt ihr mit? Und die überlegen so ein bisschen und sagen, also der Vater, uns hat er auch eigentlich ziemlich schoflich behandelt, hat uns das Erbteil auch noch genommen. Also den vermissen wir nicht richtig. Das schadet nichts, wenn wir da mal so ein bisschen Abstand schaffen. Wir bleiben bei dir. Die dürfen richtig mitentscheiden. Also bitte sehr, das sind nicht einfach Anhängsel, Sklavinnen, die etwas tun müssen, sondern das sind selbstständige Menschen. Und die gehen mit Jakob nun mit. Und nun kommt wirklich eine burleske Szene in der ganzen Sache. Die Rahel, pfiffig wie sie auch ist, denkt, auch so mit leeren Händen gehen, ist ja eigentlich irgendwie doof. Also nehme ich doch mal schnell den Hausgott von dem Vater Laban mit. Und dieser Hausgott ist so ein kleines Schnitzwerk. Und jetzt die Menschen, die das aufgeschrieben haben, ich will nicht sagen, dass sie sich vor Lachen auf die Schenkel geschlagen haben, aber so ein bisschen geht es schon in die Richtung. Nicht, da ist ein Gott, was kann man mit dem machen, den kann man in die Tasche stecken. Im wahrsten Sinne des Wortes, man kann diesen Gott in die Tasche stecken, den kleinen Götzen, und dann mitnehmen. Der kann sich gar nicht dagegen wehren. Und das soll ein lebendiger Gott sein. Das soll jemand sein, vor dem wir Achtung haben sollten. Ein Gott, den man in die Tasche stecken kann. Und jetzt bitte vorsichtig, ja? Manche unserer Zeitgenossen denken auch, sie könnten Gott in die Tasche stecken. Und dann legen die jedes Mal zu Weihnachten Gott in die Krippe und dann so, ach wie süß. Und dann wird er wieder weggepackt und die restlichen 364 Tage tun sie wieder so, als gäbe es keinen Gott. Das ist ganz ähnlich wie dieser kleine Götze, den man sich in die Tasche stecken kann. Ja? Das ist nur so ein Gott, den man haben möchte, aber nicht der lebendige Gott, mit dem man es zu tun bekommt. So, jetzt hat sie diesen Götzen also in die Tasche gesteckt und sie machen sich auf den Weg. Und es geht also in aller Eile los, aber es geht eben nicht besonders schnell. Und das heißt, dass Laban 3 Tage braucht. Jakob hat natürlich den günstigen Zeitpunkt ausgesucht, wo der gerade mal weg ist, bis er hört, dass Jakob Hals über Kopf geflohen ist. Und da stürmt er ihn hinterher und will sie nun zu fassen kriegen. Und da steigen wir jetzt mal wieder ein in diese Geschichte und hören diesen ersten Teil von 2.
Laban erreicht Jakob und die Truppe und stellt sie zur Rede und sagt, außerdem habt ihr noch meinen Götzen mitgenommen. Und bei wem ich den jetzt finde, da ist aber was los. Und er sagt Jakob allen Ernstes, und er darf das auch sagen, er tut das aufrichtig, ich habe ihn nicht, wir haben ihn nicht mitgenommen, such doch alles durch, kannst du überall gucken, vielleicht findest du ja deinen Gott. Merkt er auch, was da für ein Augenzwinkern drin ist? Dann such doch Gott, such doch deinen Gott. Mal sehen, vielleicht findest du ihn ja. Und der Laban geht wirklich und untersucht jedes Zelt und guckt überall und findet seinen Gott nicht. Wunderbar. Such den und finde den nicht. Und dann ist eigentlich nur noch ein Platz übrig. Und das ist der Platz, wo Rahel ist. Die sitzt auf ihrem Kamel. Und da in der Tasche hat sie den Götzen. Und eigentlich spitzt sich das Ganze jetzt zu. Wenn der jetzt auch noch bei seiner Tochter nachgucken geht, dann wird er ihn ja finden. Und dann schwierig. Und was sagt Rahel? Ah, ich habe gerade meine Tage. Ich kann nicht aufstehen. Leute, das ist eine Burleske eigentlich. Nicht? Also Frauen mit ihren Tagen waren unrein. In vielen Kulturen, auch in dieser Kultur, galten sie in diesen Tagen als unrein. Und jetzt wird behauptet, sozusagen, die Rahel sitzt auf dem Götzen drauf und hat noch ihre Tage dazu. Und deswegen kann er dort nicht gefunden werden. Was ist das für ein toter Götze, den ihr da mit euch rumschleppt, anstatt euch an den lebendigen Gott zu wagen? Laban findet nichts und dann geht's weiter. Und Jakob wurde zornig und schalt Laban und sprach zu ihm, was habe ich Übles getan und gesündigt, dass du so hitzig hinter mir her bist? Du hast all meinen Hausrat betastet. Was hast du von meinem Hausrat gefunden? Lege das her vor meinen und deinen Brüdern, dass sie zwischen uns beiden richten. Diese 20 Jahre bin ich bei dir gewesen. Deine Schafe und Ziegen haben keine Fehlgeburt gehabt. Die Widder deiner Herde habe ich nie gegessen. Was die wilden Tiere zerrissen, brachte ich dir nicht. Ich musste es ersetzen. Du forderst es von meiner Hand. Es mochte mir des Tages oder des Nachts gestohlen sein. Des Tages kam ich um vor Hitze und des Nachts vor Frost und kein Schlaf kam in meine Augen. So habe ich diese 20 Jahre in deinem Haus gedient, 14 um deiner Töchter und 6 um deiner Herde. Und du hast mir meinen Lohn 10-mal verändert. Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks auf meiner Seite gewesen wären, du hättest mich leer ziehen lassen. Aber Gott hat mein Elend gesehen und meine Mühe angesehen und hat diese Nacht rechtes Urteil gesprochen. Der Jakob, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt ist das Gewitter da. Ja? Jetzt zucken die Blitze. Er kann nicht mehr weg, das ist klar. Er ist gestellt worden, aber jetzt hat er einen Trumpf in die Hand bekommen, dass er zu Unrecht beschuldigt worden ist. Und das kann er mit vollem guten Gewissen sagen. Zu Unrecht. Das ist eine Verleumdung, die hier passiert. Und das regt uns auf, wenn wir verleumdet werden. Wenn uns unterstellt wird, wir tun etwas Böses und wir haben es nicht getan. Und er hat es ja hier wirklich nicht getan. Also hat er alles Recht auf seiner Seite, nun auch wirklich zornig zu werden. Und da knallt er dem Laban nochmal alles um die Ohren, was in den Jahren, den 20, sich angestaut hat. Es war heiß am Tag und es war kalt in der Nacht und der Schlaf ist geflohen vor meinen Augen und es ist alles furchtbar gewesen und 10-mal hast du mich betrogen und so. Und man merkt, das Gewitter entleert sich. Und aber das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, um zu verstehen, den dritten Weg bei der Konfliktlösung. Der dritte Weg sagt nämlich, es muss alles nochmal auf den Tisch kommen. Es muss alles noch einmal gesagt werden. Jeder, der beteiligt ist an dem Konflikt, hat das Recht, einmal noch alles zu sagen, was in ihm drin ist. Wir brauchen das einfach. Wir können das nicht nur runterschlucken. Ein Mensch hat das Recht zu sagen, wo er sich zu Unrecht behandelt gefühlt hat. Und das nochmal demjenigen auch ins Gesicht zu sagen, der das getan hat. Das ist ganz wichtig. Wir sind ja meistens zu feige. Wir sagen das ja immer nur wie. Wir sind eher so wie die Brüder, wie die Söhne von Laban. Also unter sich so und unter vorgehaltener Hand. Aber ein freier Mensch, der ist stark genug, auch das zu sagen, was ihn bedrückt und quält. Und zwar dem zu sagen, der ihn bedrückt und quält. Was wir hier merken, es sind freie Menschen, die sich gegenübertreten. Ganz wichtig für unsere
Verständnis, was hier eigentlich passiert. Und dann kommt Laban. Laban hat auch die Chance zu sagen, was Sache ist. Und das macht er auch. Aber der macht es kürzer. Der sagt, Laban antwortete und sprach zu Jakob, die Töchter sind meine Töchter und die Kinder sind meine Kinder und die Herden sind meine Herden und alles, was du siehst, ist mein. Punkt. So, die andere Position mal dargestellt. Die stimmen ja beide nicht, die Positionen. Ne? Weder die eine noch die andere stimmt. Aber der Laban sagt, jetzt wollen wir mal sehen, wie bist du hier angekommen? Als ein Habenix. Du hast dich gefreut, dass ich dich überhaupt aufgenommen habe. Was hast denn du zu bieten gehabt? Überhaupt nichts. Du hast dein Leben gerade noch gehabt, aber leere Taschen. Und jetzt hier denkst du, mit dem ganzen Reichtum kannst du davonziehen. Das hast du alles mir zu verdanken. Bong. Da wird jetzt richtig die andere Maximalposition gesagt. Da stehen zwei Maximalpositionen gegenüber. Labans Sicht der Welt und Jakobs Sicht der Welt. Und die sind überhaupt nicht kompatibel. Aber sie werden noch einmal gesagt, weil hier freie Menschen das Recht haben, zu reden über das, was sie angeht. Und sie müssen es auch sagen. Und jetzt sage ich euch noch was. Wenn der Jakob dann weiterzieht und wenn der Laban wieder zurückgeht, dann wird der nachdenken über das, was der andere gesagt hat. Und der Laban, verspreche ich euch, wird sagen, naja, stimmt schon, hatte nichts, aber der Segen, den hatte er und das war eigentlich das Wichtigste. Und der Jakob wird sagen, stimmt eigentlich, ich habe eigentlich nichts gehabt. Und guck mal, was ich jetzt habe, Riesenherde, 2 Frauen, 11 Söhne, 1 Tochter. Weißt doch was. Und man wird so ein bisschen sich doch annähern an die Position des anderen und ein wenig Frieden darin finden. Aber es geht weiter. Jetzt kommt der eigentliche Teil. Braucht ein bisschen dazu. So, dann sagt er also, das ist alles meins. Was kann ich heute für meine Töchter und ihre Kinder tun, die sie geboren haben, fragt Laban. Jetzt mal Realitätsprinzip, Maximalposition beschrieben und jetzt aber mal sagen, was kann ich jetzt eigentlich noch Gutes tun? Die Karten sind ja verteilt, das ist ja jetzt klar, wie das aussieht. Was kann ich noch tun? So komm nun und lass uns einen Bund schließen. Ich und du, der ein Zeuge sei zwischen mir und dir. Da nahm Jakob einen Stein und richtete ihn auf zu seinem Steinmal. Laban aber sprach zu seinen Brüdern, lest Steine auf. Und sie nahmen Steine und machten davon einen Haufen und aßen daselbst auf dem Steinhaufen. Und Laban nannte ihn Jegar Sahaduta, Jakob aber nannte ihn Gal-Ed. Da sprach Laban, der Steinhaufe sei heute Zeuge zwischen mir und dir. Daher nennt man ihn Gal-Ed und Mitzpah. Denn er sprach, der Herr wache als Speer über mir und dir, wenn wir voneinander gegangen sind, dass du meine Töchter nicht bedrückst oder andere Frauen dazu nimmst zu meinen Töchtern. Es ist hier kein Mensch bei uns, siehe aber, Gott ist der Zeuge zwischen mir und dir. Und Laban sprach weiter zu Jakob, siehe, das ist der Haufe und das ist das Steinmal, das ich aufgerichtet habe zwischen mir und dir. Dieser Steinhaufe sei Zeuge und das Steinmal sei auch Zeuge, dass ich nicht an diesem Haufen vorüberziehe zu dir hin oder du vorüberziehst zu mir hin an diesem Haufen und diesem Mal in böser Absicht begegnest. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sei Richter zwischen uns, der Gott ihres Vaters. Und Jakob schwor ihm bei dem Schrecken Isaaks, dem Jakob seines Vaters, dem Gott seines Vaters. Und Jakob opferte auf dem Gebirge und lud seine Brüder zum Essen. Und als sie gegessen hatten, blieben sie auf dem Gebirge über Nacht. Das ist doch... Der dritte Weg ist, einen Bund zu schließen. Das ist jetzt kein Bund, um sozusagen Absprachen für die Zukunft zu machen, wie man weiter kooperieren kann, sondern das ist eigentlich ein Scheidungsbund, den sie schließen. Das machen wir ja nicht. Ne? Wir gehen eine Ehe ein und dann lassen wir uns scheiden und dann war es das gewesen. Aber die beiden machen einen Scheidungsbund. Sie klären, was zu klären ist. Und es ist die Ausgangsfrage von Laban, der sagt, ich kann das nicht mehr halten, der bleibt nicht mehr bei mir. Aber was kann ich jetzt noch für die Kinder und die Enkelkinder tun? Und das kann ich machen, wenn ich mit dem Jakob einen Bund schließe. Und zwar bei dem Gott, an den er glaubt. Und dann richten die ihm so ein Steinmal auf, eine Grenze sozusagen, ein Erinnerungszeichen, was aufgerichtet wird. Und dann wird gesagt, wenn du hier vorbeikommen solltest und die Grenze überschreiten solltest, dann nur in guter Absicht. Das
das nicht klasse? Das ist keine starre Grenze, aber es ist eine Grenze. Und die darf man nur überschreiten in guter Absicht. Nicht? Wenn es was zu feiern gibt, wenn es einen Geburtstag gibt, einen Götzen zurückzubringen gibt, wie auch immer. Also den darfst du nur überschreiten im guten Willen. Und ich auch. Ich verpflichte mich hiermit selbst. Ich werde diese Grenze respektieren und sie nur überschreiten, wenn ich dir Gutes will. Und so schließen sie einen Bund miteinander. Versteht ihr? Das ist nicht die Versöhnung, die jetzt stattfindet. Die beiden misstrauen sich zutiefst. Und sie misstrauen sich zu Recht. Das ist immer so schön gesagt, nun wollen wir vertrauen, legt mal das Misstrauen ab. Nein, das ist es ja. Die wissen ja, was sie für Schlitzohren sind. Die wissen doch, dass wenn der sagt, vertraue mir, dass das im Grunde genommen nur eine Einladung ist, ihn wieder über den Tisch zu ziehen. Nein, die misstrauen sich zutiefst. Aber sie müssen trotzdem einen Modus finden, wie sie miteinander leben können. Und sei es eben auf Distanz miteinander leben können. Und ich halte das für großartig, sowas zu machen. Ich halte das für großartig, alles nochmal zu sagen, was einem auf dem Herzen liegt und dann sozusagen, wenn der ganze Zorn draußen ist, ruhig zu werden und zu sagen, so, jetzt ordnen wir mal diese Dinge. Und was kann es denn sein, was ich von dir verlangen kann? Was ist denn eine berechtigte Erwartung an dich, die du auch erfüllen kannst? Und das ist doch nett, was er sagt. Keine anderen Frauen nehmen. Dann wird das Erbe noch mehr geteilt, das steckt natürlich dahinter. Aber bleib mal bei den Frauen, das reicht, die beiden, die du von mir bekommen hast. Pass auf die Söhne auch auf, die denen geboren worden sind. Und jetzt kommt natürlich die große Frage, ich weiß, dass du ein Schlitzohr bist. Ich weiß, dass du jetzt sagst, ja, mache ich, kein Problem, verspreche ich echt hoch und heilig. Aber wenn wir uns nicht mehr sehen und das nicht mehr kontrollieren können, ja, wenn Misstrauen da ist, muss kontrolliert werden. Was denn dann? Und da kommt Gott ins Spiel. Und da kommt Gott wirklich auf eine großartige Weise ins Spiel. Und wir sehen erstmal, wie viel wir verlieren, wenn wir den Glauben an Gott verlieren. Gott soll hier Speer sein. Gott soll der Wachturm sein. Gott soll der Zeuge und auch der Richter sein, dass das eingehalten wird. Und darauf gibt es eine Selbstverpflichtung. Ja, bei dem Gott, der mich gesegnet hat, will ich zu meinem Wort stehen. Und das, wow, hat schon Gewicht. Das hat richtig Gewicht, denn den lieben Gott gleichzeitig auch noch zu betrügen, kannst du versuchen, funktioniert aber nicht. Und deswegen hat das dieser Bund nun wirklich Bestand. Und deswegen gibt es dieses Mahnmal, was ich da sehe, und dann werde ich daran erinnert, an das Wort, was ich gegeben habe und dass ich dazu zu stehen habe. Und so bekommt das Gewicht und so kann man sich darauf verlassen, dass der andere sich tatsächlich daran hält. Ein Bund, ein Scheidungsbund zu machen. Was ich übrigens auch noch schön finde, sie opfern dann. Also wir würden sagen, sie feiern Gottesdienst. Sie feiern Gottesdienst, sie bringen Opfer da, geben etwas ab von ihrem Reichtum an Gott. Und dann essen sie zusammen. Ich finde das klasse. Also, ne? Die wissen, sie haben noch was miteinander zu tun. Sie sind verbunden über die Kinder und über die Enkelkinder. Sie können aber nicht zusammen mehr leben. Sie sind so zerstritten. Aber sie können doch noch einmal miteinander essen. Wow, das finde ich einfach großartig. Und jetzt aktualisieren wir das mal auf den Bund der Ehe. Nur ganz kurz noch zum Schluss. Einfach damit ihr merkt, das könnte auch so seine Richtigkeit entfalten. Das Problem ist doch nicht, dass man sozusagen feststellen könnte, zumindest für uns Evangelische nicht, dass man sagt, diese Ehe ist gescheitert. Und deswegen verpflichten wir die Ehepartner doch nicht darauf, dass sie ein Leben lang zusammenbleiben, obwohl die Ehe gescheitert ist. Das ist doch unbarmherzig, das zu tun. Natürlich kann man sich auch in Beziehungen sozusagen vertun. Man kann völlig andere Erwartungen gehabt haben, die dann aneinander zerstellen. Und man kann sich vielleicht auch so entwickeln, dass man sich auseinander entwickelt. Und wer wollte da Richter sein und sagen, das geht aber gar nicht. Dieser Bund ist absolut nicht zu lösen. Das werden wir nicht machen. Aber jetzt natürlich in den anderen Fehler zu verfallen und zu sagen, naja, dann haben sie sich halt scheiden gelassen. Ah ja, die haben sich auseinandergelebt, das war es dann halt. Ah ja, gut, dann haben sie jetzt einen neuen Partner, ist auch gut, ja, fertig. So machen wir das nämlich heute. Wenn einmal das so eingebrochen ist, dass das geht, dass man sich scheiden lassen kann, dann denken wir, ja, das ist auch nicht so besonders stabil und ist eigentlich auch nicht so wichtig, macht doch jeder. Und das ist Quatsch. Das ist wirklich Unsinn. Das Richtige ist, an dieser Stelle zu sagen, doch, da ist doch so viel an Erwartungen gemeinsam, an Liebe, an Zuneigung,
zerbrochen. Macht euch doch nichts vor dabei. Ihr seid doch nicht vor den Ehealtar gegangen in dem Bewusstsein, das hört sowieso irgendwann mal bald wieder auf, sondern ihr wolltet doch zusammen alt werden. Und da kann man doch jetzt nicht so tun, als könnte man da einfach so drüber hinweggehen. Macht es doch hier bei diesem Bund so, wenn das wirklich so ist, dass es nicht mehr weitergeht mit euch. Dann knallt euch nochmal alles an den Kopf, was ihr sagen wolltet. Und nicht nur hinter vorgehaltener Hand, sondern das alles, was auf eurem Herzen liegt, sagt euch nochmal. Ich schlage vor, noch einen Dritten dazu zu nehmen. Das nicht nur zu zweit zu machen. Also, dann will man den Dritten nämlich überzeugen, das ist ganz gut verhält sich zivilisierter. Sagt euch nochmal das, was euch belastet und was ihr immer sagen wollt und was ihr immer unterdrückt habt. Aber erwartet auch nicht in dem Moment, dass der andere eurer Sicht der Dinge teilt, sondern lasst es einfach stehen. Lasst es einfach mal unkommentiert stehen, ohne es zu einer Lösung zu führen. Du sagst das, der sagt das und das muss doch zusammenfinden. Nein, einfach noch einmal sagen, wie es ist. So, und dann richtet eure Erwartungen an den anderen, die erfüllt werden können. Wenn dann diese Grenze gezogen ist der Scheidung und diese Grenze von beiden respektiert wird, was habt ihr denn für Erwartungen noch? Und ich glaube, das wäre sehr gut zu sagen, weißt du, ich erwarte, dass du die Kinder zumindest nicht instrumentalisierst in dieser ganzen Sache, in deinem Zorn gegen mich und andersrum, bitte sehr auch nicht, sondern dass wir die da raushalten, dass wir auch nicht den Kindern gegenüber unfair über unsere damalige Liebe sprechen, sondern mit Respekt bei all dem, damit die nicht völlig entfremdet werden von der Mutter, von dem Vater. Lasst uns Respekt dabei haben. So, und jetzt stelle ich mir das wirklich so vor, dass so Ehepartner, die gerade beschlossen haben, auseinanderzugehen, und die gehen dann in den Gottesdienst, bringen das tatsächlich nochmal vor Gott, im Gebet auch vor Gott. Und dann gehen die abends vielleicht wirklich nochmal zum Candlelight-Dinner. Und beenden ihre Beziehung. Wow, da wäre aber was los. Da käme aber Dynamik in unsere Beziehung rein. Anstatt dieses einfache zerrüttet und auseinandergelebt und wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Diesen Weg des Bundes zu gehen, eines Scheidungsbundes und den genauso ernst zu nehmen wie am Anfang den Ehebund. Das wäre vielleicht doch mal eine Möglichkeit, fruchtbarer mit Konflikten umzugehen, ohne zu meinen, wir müssten uns alle nachher wieder in den Armen liegen. Nein, müssen wir nicht, können wir auch nicht immer. Aber das ist nochmal ein anderer, ein dritter, ein guter Weg. Amen. Aufstehen zum Gebet. Herr guter Gott, wir bitten dich auch im Angesicht dieser Erzählung, durch die du zu uns sprichst, dass du uns hilfst, fair, respektvoll miteinander zu streiten. So dass da niemand auf der Strecke bleibt. Und selbst wenn wir es nicht schaffen, uns wieder zu versöhnen mit dem anderen, dass wir doch die Liebe nicht verraten, die einmal geherrscht hat. Dass wir die Bande nicht verraten, die wir einmal geknüpft haben. Schenke uns, guter Gott, die Fähigkeit, offen und ehrlich zu sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Schenke uns den Mut und die Kraft dazu. Schenke uns doch, dass wir unsere Beziehung lebendig gestalten können. Und dass wir immer wieder wissen, dass wir in Rechenschaft
vor dir stehen und dass du es bist, vor dem wir schließlich unser Zeugnis abzulegen haben, warum wir so und nicht anders gehandelt haben. Guter Gott, hilf uns, unser Leben in Verantwortung zu führen. Und so bitten wir dich für die Familien, die zerstritten sind. Und wir bitten dich für die Kinder, die in Scheidungsfamilien groß geworden sind. Dass der Schade klein bleibt und dass der Schade Heilung findet. Und dass sie es schaffen, Beziehungen zu beiden Eltern aufrechtzuerhalten oder wieder anzuknüpfen. Und wir bitten dich, dass sie durch das, was sie erlebt haben, sensibler sind auch für Konflikte und offener und kreativer dafür, wie man diese Konflikte lösen kann. Guter Gott, wir bitten dich für die Menschen, die in Konflikten leben, wo Gewalt das letzte Mittel ist, das man anwendet. Wehre dieser Gewalt, guter Gott. Dieser Gewalt überall auf der Welt, wo sich Machtinteressen einfach durchsetzen wollen und ohne Rücksicht auf Verluste und ohne die Interessen des Gegenübers zu bedenken, Bahn brechen. Denken an die Menschen in Syrien, guter Gott, wo jetzt so viele Menschen auf der Flucht sind, nach wie vor und eine neue Heimat suchen, einen Ort, wo sie sein dürfen, wo sie respektiert werden. Wir bitten dich, überwinde die Ursachen des Krieges und lass uns alle üben, fair und respektvoll miteinander umzugehen. Wir rufen dich gemeinsam an. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Aufstehen und Gott um seinen Segen bitten. Wir können auch gerne sitzen bleiben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. Amen. Die Straße uns zusammenführen und er wird in deinem